Aber das, was ich besonders an dieser Season liebe, ist... Alright, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Na, hattet ihr bisher einen wunderschönen Tag, die mittags aktiv? Seid ihr gerade auf dem Klo? Seid ihr gerade im Bus? Auf dem Weg zur Schule? Zum Weg zur Arbeit? Nach Hause? Ins Bett? Ins sonst wohin, ne? Wenn ihr irgendwo unterwegs seid, haut ein Like rein. Würde mich mega freuen. Und wenn ihr bisher keinen wunderschönen Tag hattet, nun, dann kann ich vielleicht den ein bisschen versüßen mit einer weiteren kleinen Liste. Wir haben ja bisher 5 Dinge aufgezählt, die, sag ich mal, verhasst sind in dieser Season, wo die eigentlich ja ziemlich nice ist, aber die Leute trotzdem diesen kleinen Punkt, sag ich mal, stören und nerven. Das Video kam vor ein paar Tagen raus, könnt ihr oben rechts auf das i klicken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Unter anderem auch noch ein paar andere Videos und auch andere Spiele vor allen Dingen. Ne, krass. Andere Spiele, uiuiui, gibt es ja auch noch, ne? Muss man die sich ja auch noch mal angucken. Habe ich ja schon mal gemacht. Deswegen erwähne ich jetzt mal ein paar Dinge, die mir natürlich besonders gut an dieser Season gefallen und wo jetzt auch Fortnite richtig, richtig Spaß macht. Nach so einer langen Zeit fühlt man das ja auch wirklich, dass es wirklich mega interessant ist. Man auch jedes Secret wieder mega krass verfolgt und, ne? Das ist aber natürlich nur meine Liste, Leute. Ihr könnt gerne eure Liste natürlich auch mal runterschreiben. Schaut euch das Video erstmal ganz durch, damit ihr mal so meine Punkte, sage ich mal, seht. Dann könnt ihr runterschreiben, ob ihr das Ganze zustimmt und vielleicht auch noch ein paar andere Punkte ergänzen, die euch gefallen, die ich jetzt vielleicht noch gar nicht bedacht habe, ne? Wäre natürlich auch mega nice. Nummer 5. Kommen wir schon zu dem 5. Punkt und es ist erstmal unscheinbar tatsächlich, aber ich freue mich mega, dass wir das erste Mal in der Geschichte von Fortnite tatsächlich Wasserorte bekommen haben. Neue Orte am Wasser ist das erste Mal, dass wir das überhaupt jetzt im Battle Royale bekommen haben. Auf der alten Map, ne, in Kapitel 1, haben wir immer neue Orte auf dem Land bekommen, logischerweise, weil dort das Wasser natürlich mega tödlich war. Das hast du berührt, da hast du direkt einen Knochenbruch gehabt, ne? Ist alles zusammengestaucht, der ganze Körper ist auseinandergefallen. Ne, diesmal hast du wirklich Wasser, das begehbar ist und das haben die auch direkt genutzt und alle neue Orte sind an Wasser angebaut, ohne dadurch, dass die Karte dadurch extrem voll wird, ne? Ohne, dass die Karte dann vollgestopft wird mit Orten, wo man dann irgendwo noch einen leeren Fleck finden muss oder dass man einen alten Ort wegmachen muss. Das ist schon mal ziemlich mega nice und finde ich auch mega gut. Haben die auch auf jeden Fall mega reingehauen und The Grotto haben die auch einen netten Fleck gefunden unter der Erde, was auch nochmal keinen Ort wegnimmt, ne? Also haben die hier eine Menge neue Orte reingebracht, wie unter der Erde, auf dem Wasser und da haben so ein bisschen, sag ich mal, experimentiert. Wie in Kapitel 1 haben wir die neuen Orte eigentlich immer auf dem Land bekommen, obendrauf. Irgendein alter Ort wurde wegrasiert und höchstens der Vulkan war vielleicht noch so ein bisschen unter der Erde, aber der Berg war 5 Kilometer hoch. Nummer 4. Der nächste Punkt, der mich auf jeden Fall mega freut, ist, der viel Content jetzt wieder auch drin ist mit dem Start der Season. Soweit so gut, ne? Wir haben über 5 Orte, eine Menge unbenannte Orte, eine Menge versteckte unter der Erde, wo man nur durch Teleporter-Toiletten reinkommt und so weiter. Aber auch in den Leaks sieht das gerade sehr, sehr, sehr vielversprechend. Wir haben diverse neue Items, die Updates sollen jetzt auch regelmäßiger kommen, ne? Das muss ich noch zeigen, finde ich, wirklich noch zeigen, wie das jetzt in der Zukunft verläuft. Aber Stand aktuell, ne, haben wir ja wahrscheinlich auch diese Woche ein wunderschönes Update bekommen. Und da sind auch eine Menge neue Sachen drin und das sieht schon mal echt mega vielversprechend aus. Freue ich mich auf jeden Fall mega, dass sie da, sag ich mal, so viele Sachen jetzt reinpacken und auch, sag ich mal, das ganze, sag ich mal, Patch. Es ist vielleicht nicht wie noch nicht so ganz wie in Kapitel 1, ne? In Kapitel 1 haben wir ja wirklich jede Woche ein neues Item bekommen. Jede zweite Woche gefühlt war ein Live-Event, gefühlt, ne? Und da gab es noch 1000 kostenlosen Sachen. Gefühlt war das so in Kapitel 1, aber zumindest ist es besser als in Season 1 Kapitel 2 geworden, ne? Macht auch Spaß, da jeden Tag wieder, sag ich mal, neue Sachen zu entdecken und ne, da kommen auch jetzt eine Menge neue Sachen. Das habe ich jetzt auch 1000 Mal wiederholt. Ne? Egal, ihr habt's verstanden. Viel Content. Nummer 3. Der dritte Punkt, der mir auf jeden Fall, sag ich mal, die Leute lieben und was ich auch jetzt gemerkt habe, natürlich unter den, sag ich mal, den ganzen sozialen Medien, es sind natürlich die ganzen neuen verrückten Ideen, was das Spionage-Thema angeht, aber auch die ganzen neuen Teleporter durch Mülltonnen und Toiletten. So mega unscheinbar, ne? Hätte sich auch keiner gewünscht. Niemand hat sich ja gewünscht, dass wir Toiletten oder Teleporter bekommen, dass man irgendwann das bekommt, aber jetzt, wo es drin ist, ist es einfach mega cool, ne? In eine Toilette reinzugehen und direkt, sag ich mal, an einem anderen Ort zu spawnen. Gibt ein bisschen Mobility, nichts Krasses, ne? Du fliegst nicht quer durch die Map, aber bringt dir einige 100 Meter schon mal durch und dann bist du auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter auf der Map. Und wenn man sich alle Teleporter, sage ich mal, merkt, kommt man gut durch die Map durch. Und das sind auch so diese kleinen Dinge, ne? Oft beschwert sich ja die Community drum, das hat sich doch keiner gewünscht und das wollte doch keiner und wieso ist es trotzdem drin? Aber es sind gerade, eigentlich fast alles in diesem Spiel hat sich doch keine Sau gewünscht. Ne? Viele Items hat sich keiner gewünscht. Viele Gameplay-Methoden, gerade wie diese Teleporter-Toiletten, hat sich auch keiner gewünscht. Aber jetzt, wo die drin sind, sind die nice. Nummer 2. Der zweite Punkt, wo die Leute natürlich mega, mega, mega nice drauf sind und das ist, es war das die größte Überraschung überhaupt bei diesem Battle Pass, ne? Hat keine Sau mit gerechnet, aber als man dann gesehen hat, dass Deadpool im Trailer zu sehen war, wo sich das Bücherregal ein bisschen gedreht hat, waren alle so ein bisschen, what? Deadpool?
Was macht der denn hier? Warum hat er jetzt hier eine Kooperation? Der nächste Film ist erst Jahre weit weg, ne? Der nächste Film kommt erst 2021, vielleicht sogar 22 oder sowas. Ne, und auf einmal war da im Battle Pass zu sehen und alle so, what the? Warum ist er drinnen? Und dann kam zum Schluss das letzte Bild vom Battle Pass, sag ich mal, wo man da noch gesehen hat. Deadpool ist im Battle Pass drinnen. Und das ist wahrscheinlich auch eines der Dinge, die die Leute gerade mega, mega, mega feiern. Denn Deadpool ist sowieso ein mega cooler Charakter. Nochmal eine Marvel-Kooperation mit Avengers. Und dann ist er auch noch, sag ich mal, kostenlos für alle Battle Pass-Benutzer. Kostenlos, in Anführungsstrichen, man muss sich ja den Battle Pass irgendwo trotzdem kaufen, ne? Genauso wie jeden anderen Mystery-Skin auch. Und dann hat er auch noch einen eigenen coolen versteckten Raum. Also voll integriert in das Spiel, ne? Nicht nur einfach eine Woche Kooperation und dann ist der Modus vorbei, so wie es Endgame gemacht hat, ne? Was ja eigentlich auch mega cool war. Hier ist der komplette Battle Pass drin und gehört schon fast irgendwie zu der... gehört schon irgendwie zur Fortnite-Story hinzu, ne? Auch wenn er da einfach nur lose im Raum rumsteht. Und es fühlt sich auch an, als ob der jetzt gerade irgendwie zu Fortnite gehört oder sowas, ne? Nicht wie Endgame oder sowas, wo er einfach nur, sag ich mal, für eine Woche drinne war oder so. Ne, hier ist er wirklich so gefühlt in dem Spiel drinne, hat ein eigenes Menü dazu, es gibt Challenges, hat einen Computer und, ne? Fühlt sich so an, als ob der irgendwie wahrscheinlich beim Live-Event sogar irgendwie dazugehören könnte oder vielleicht sogar zu Ghost oder Shadow geht. Ne, es gibt ja schon diverse Konzepte, wo die Leute den auch in Weiß und Schwarz malen, damit er zu Ghost oder Shadow geht. Gold-Varianten gibt es da auch nochmal, ne? Also gibt es schon diverse, sag ich mal, Konzepte bei der ganzen Geschichte, wo die Leute das auch feiern würden. Und das ist halt mega nice und ist auch wahrscheinlich eines der besten Mystery-Skins überhaupt, die jemals eingebaut haben in das Spiel. Auch wenn es nur eine Kooperation ist, nur ist es Deadpool, ne? Und das toppt einfach jeden seinen Mystery-Skin, den wir bisher haben. Zorana in Season 1 war, naja, war okay, ne? Komm, seien wir ehrlich, Leute, es war bestenfalls okay. Ja, dann hatten wir Aim-Roboter und Besucher. Waren die Leute auch nicht immer mega krass geflasht? Also die Mystery-Skins waren immer so ein bisschen, ja, da gab es immer, sag ich mal, Zwiespalt, ne? Ruin-Skin war eigentlich ziemlich nice, hat aber mit der Story überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Deadpool einfach so im Battle Pass drin und das für einen 10er, ne? Selbst wenn du keinen Bock hast auf irgendwelche Skins auf dem Battle Pass, hast du mit den 10 Euro, die du, beziehungsweise für die 950 V-Bucks, die du für den Battle Pass ausgeben würdest, kriegst du dadurch Deadpool. Und das ist mega nice, ne? Weil sonst würde der Skin irgendwie 15 Euro oder so im Shop kosten, wenn das wirklich jetzt wie zum Beispiel die ganzen Marvel-Skins wie Romanoff oder Star-Lord gewesen wäre, ne? Hättest du 15 Euro geblecht und hier kriegst du das mal eben im Battle Pass plus V-Bucks obendrauf. Das Einzige, wo ich mich drum beschwere, ja, ich bin gleich fertig mit Deadpool, Leute. Ich bin gleich fertig, sorry. Aber ich habe viel zu dem zu erzählen, ne? Das Einzige, was ich ein bisschen bemängle zu Deadpool, ist es, dass man direkt weiß, dass es der Mystery-Skin ist, ne? Die haben es doch schon vollkommen aufgegeben, dass man aus dem Mystery-Skin, sag ich mal, ein Mysterium macht, dass man das geheim hält und, ne? Die haben das am Anfang immer versucht, geheim zu halten, haben das immer bedeckt gehalten und, haben sogar Teaser zu den Ruin-Skin rausgehauen. Ja, aber jetzt mit Deadpool haben die Gesicht gesagt, ach komm, ist doch egal. Die Leaker hauen es doch eh raus. Die Leute wissen es dann auch Bescheid. Ich fand es immer cool, zu Woche 7 dann, sag ich mal, zu raten, oh, was kommt da jetzt für ein Skin, ne? Welcher ist da jetzt versteckt hinter dieser Silhouette? Wie fügt er sich in die Story hinzu? Zum Beispiel wie Singularität, ne? Die hat ja auch dann noch ein paar Challenges gehabt, beziehungsweise Helme, die man sammeln konnte. War auch ein nicer Skin. Das stört mich jetzt so ein bisschen an Deadpool. Aber andererseits, man weiß, dass es Deadpool ist und man kann sich darauf freuen, ne? Nummer 1. Ne, auch wenn wir so viele schöne neue Features haben, Leute, in dem Spiel, aber das, was mich am meisten an dieser Season mich freut und auch wie ich jeden Fall immer liebe, ist es, dass man einen Creator-Code eintragen kann und dass er den auch wirklich eins zu Creator unterstützt. Selbst wenn ihr euch den Battle Pass kauft, ne, das wäre mega sweet. Leute, ihr wisst doch Bescheid, das ist, bei irgendwelchen Doppellisten hau ich das doch immer hier rein. Nein, aber der wahre Platz Nummer 1 ist, aber das, was ich besonders an dieser Season liebe, ist, dass sie es endlich gelöst haben. Die haben das Problem gelöst, Battle Royale nicht nur einfach Battle Royale zu machen, sondern auch noch ein bisschen zu verfeinern, ne? Das haben die schon versucht mit den Zombies. Die haben es versucht mit dem Infinity Blade. Einfach mal noch so ein bisschen eine weitere Ebene zu geben mit besonderen Items, mit NPCs, die computergesteuert sind und so weiter. Das haben die versucht. Es ist nie richtig gut angekommen. Es war immer kontrovers. Es gab immer Gemecker. Die Leute haben es nicht gemocht und es war ein bisschen immer schwierig zu integrieren. Und jetzt haben die es endlich gelöst in Season 2. Ihre eigene Vorstellung, die Vision, die die hatten, ne, diese Features in diesem Spiel zu haben, haben die da gelöst und haben endlich NPCs und Bosse in das Spiel eingebaut, ohne dass die mega störend wirken, ohne dass die mega krass OP sind und dass die auf jeden Fall auch noch Spaß machen. Es gibt jetzt 5 Orte, wo du landen kannst, wo es NPCs und Bosse gibt und wo du nochmal ein besonderes Item kriegst, das nicht RNG-basiert ist, ne, das nicht zufallsgeneriert ist. Du weißt, dass es dort zu geben ist, beziehungsweise dass du es dort finden kannst und jeder kann es bekommen. Deswegen stehen da auch coole, krasse Kämpfe immer drum und letztendlich hast du auch manchmal Spaß, einfach nur gegen diese Bosse zu kämpfen und an diesen Locations zu fallen und nicht immer nur das stinknormale PvP Battle Royale, ne. Und im Prinzip, durch dieses Feature haben wir jetzt
jetzt nicht nur ein PvP, wir haben sondern ein PvPvE, ne, in diesem Spiel. Im Prinzip das, was The Cycle auch gemacht hat, haben die jetzt auch integriert. Könnte noch ein bisschen Verbesserung vertragen, aber ich feiere das mega, dass diese Kombination, beziehungsweise diese Kombination aus NPCs, so ein bisschen auch, ein bisschen Rollenspiel, sag ich mal, ne. Beim Rollenspiel kannst du ja auch einen coolen Boss killen und kriegst dadurch eine besondere Waffe. Hast du ja hier auch jetzt dadurch bekommen. Und das gibt im Battle Royale auf jeden Fall eine Menge Abwechslung und ist schon so mein Nummer 1 Ding, wo ich sage, dadurch ist Season 2 für mich deutlich, deutlich, sag ich mal, spannender als so einige andere auch und gefällt mir auch deutlich besser und macht mega Spaß. Und das ist das, was ich an der Season 2 liebe, Leute. Schreibt mir runter in die Kommentare, was liebt ihr so unter der Season 2? Was feiert ihr? Würde mich da auf jeden Fall auch mega freuen. Wir springen hier mal schnell zum epischen Win. Abo-Button und Glocke, würde mich da genauso freuen, wenn ihr das reinhauen könntet. Ein Like-Button natürlich für eine wunderschöne 23er Kill-Round, ne, für ein bisschen Erfahrungspunkte und mehr Flosse.